Alle sind gleich, nur einige sind gleicher. Und das sind dann Schweine. Also bei George Orwell, bei Animal Farm. Oder All men in Wikipedia are created evil. Nee, also so ähnlich zumindest. Bleiben Sie mal dran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Geschichten aus Wikihausen. Nachdem wir beim letzten Mal den Simplicius im Interview hatten und das war nur eine Audiosendung, haben wir diesmal wieder volles Videoformat in HD, wobei der Bodo Schickentanz ja behauptet, dass das 16:9 Format nur für mich erfunden wurde extra. An dieser Stelle schöne Grüße nach Mainz Free TV. Wieder mit dabei ist natürlich der Dirk Pohlmann. Herzlich willkommen, Dirk. Ja, da bin ich, ne? Genau, hier bin ich. Hallo, schöne Grüße. Und ich wusste gar nicht, dass dieser finstere Satz in der amerikanischen Verfassung so heißt. Also ich glaube, aber... Welchen Satz meinst du denn? All men are created equal, ja? Also sozusagen, aber evil ist natürlich noch schöner, ja? Das gilt dann aber wie mit deiner Einschränkung, okay. Ja, gut, okay. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wir haben so viel rundherum laufen und da müssen wir noch ein bisschen Vorlauf machen. Und zwar, ich habe zwischenzeitlich mal was zugeschickt bekommen und ich kriege ja neuerdings immer irgendwelche Umschläge. Da muss man aufpassen, was da drin ist. Nachher ist da noch irgendwie Antrags drin und sowas. Auf jeden Fall habe ich diesmal eine Zeitung zugeschickt bekommen. Das war die Zeitung Zivilimpuls. Ich kann die mal hier in die Kamera halten. Und was ich, also ich dachte erst so, na, was ist das? So ein rechtsradikales Blatt. Nein, ist es nicht. Wie kommst du denn auf rechtsradikal bei denen? Naja, also irgendwie habe ich schon solche Reflexe irgendwie immer. Ne? Wer weiß, was ich hier so zugeschickt bekomme von irgendwelchen Wikipedianern, ne? Die sich dann köstlich freuen, ne? Wenn wir das dann in die Kamera halten. Okay, also Audiatur et altera pars, die Gegenseite ist anzuhören. Das hat mich dann doch beeindruckt. Und als ich dann sah, Hochverrat in Helsinki, geschrieben von Dirk Pohlmann. Ja, so rechtsradikal kann das da nicht sein. Frag mal Felix, der ist anderer Ansicht. Gell? Oder ja, was bin ich jetzt? Ich bin ja neuerdings bin ich Vulgärmarxist oder irgendwas. Ne? Je nachdem, was passt. Aber auf jeden Fall nichts Gutes. Genau. Ja. Nichts Gutes. No. Also, die habe ich zugeschickt bekommen. Wie gesagt, und ich habe noch ein paar weitere. Also ich habe jetzt einfach mal zwei Exemplare hier. Das ist so ein Zeitungsformat. Das ist ähnlich wie Free 21. Mhm. Und Dirk, du bist jetzt ja bei Free 21, bist du jetzt ja sozusagen Chefredakteur, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, nicht sozusagen, sondern bin ich, ja. Du bist Chefredakteur, genau. Und ist ein ähnliches Format, allerdings hier auf Zeitungspapier gedruckt. Und Free 21 hat ja ein etwas anderes Papier. Mhm. Wobei mir das hier, muss ich auch ehrlich sagen, etwas besser gefällt, weil ich habe schon etwas schlechtere Augen und das kann ich besser lesen, weil die Schrift ein bisschen größer ist. Mhm. Sind ähnliche Themen wie bei Free 21, manchmal sogar die gleichen Artikel, aber hat eine andere Tendenz. Also das ist so mehr, also sehr viel aus der Friedensbewegung zum Beispiel, zumindest nach meinem Gefühl. Geisteswissenschaftlich wird hier immer was abgehandelt. Also die beiden stehen auf jeden Fall der Anthroposophie und der Waldorfbewegung mindestens nahe und tendieren ein bisschen in die Richtung. Ich habe viele Anfragen von ihnen gekriegt für Artikel von mir, ob sie die veröffentlichen können. Ich habe denen gesagt, wer sind die beiden? Ist Marion Coffend und Stefan Böhme. Und die sind beide definitiv Teil der Friedensbewegung, das ist richtig. Die sind unorthodox, würde ich die nennen, sehr freundliche, vernünftige Leute. Und deswegen, ich habe die kennengelernt, unter anderem bei den Rammstein-Geschichten und auch bei verschiedenen anderen. Stefan Böhme, mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen, der war ja auch in Russland 2017 mit, als ich da war. Also das sind mit rechtsradikal bitte bitte nein, ja. Also das sind Leute nicht aus der Alternativszene, würde ich das nennen, Friedensbewegung, ja. Und die hatten eben des Öfteren angefragt wegen Artikeln von mir. Ich mache das gerne und habe denen grundsätzlich eine Freigabe erteilt. Die suchen ihre Artikel selber raus. Wenn wir ab und zu dieselben Sachen haben in Free 21 und bei Zivilimpuls, dann
sieht man, dass wir sozusagen in vielerlei Hinsicht, und zwar immer, wenn es um diese Themen der Friedenspolitik, glaube ich, geht, dass wir da sehr eng beieinander sind. Also ich kann die Zeitung auch mit gutem Gewissen empfehlen. Das ist sehr interessant. Ich meine, die Frage ist, inwieweit diese ganzen Printgeschichten, wie lebensfähig die sind, also die Printmedien, wenn ich dann Springer bedränke, der hört ja ganz auf mit Print, ne? Also das heißt, viele Sachen werden eingestellt. Also das ist ein Problem. Auf der anderen Seite hat Print eben auch Vorteile, weswegen das ja bei Free21 auch in keiner Weise zur Diskussion steht, ob wir das aufhören mit Print. Weil man kann zum Beispiel, wenn man so eine Zeitung hat, die kann man lesen und die kann man in der S-Bahn liegen lassen oder in der Bundesbahn. Aus Versehen. Worte aus dem Mund. Man kann die am Arbeitsplatz einfach mal liegen lassen. Und deswegen, ich empfehle, ein Abo zu machen für die. Und zu finden ist das auf zivil-impuls, glaube ich, oder zivilimpuls.de. Mhm. Wir blenden das hier unten ein. Mhm. Zack. So. Ja. Entschuldigung, das habe ich unterbrochen, Dirk. Nö, also das sind auf jeden Fall, wie gesagt, ich spreche auch eine Empfehlung dafür aus. Sind gute Leute, eine gute Auswahl von Artikeln und sie zeichnen sich auch dadurch aus, weil also dieses andere Seite anzuhören ist bei denen auch tatsächlich, wird gemacht. Ja? Also die haben bei verschiedenen Themen, haben sie auch verschiedene Ansichten und legen da auch Wert drauf. Also ja, wie gesagt, eine Empfehlung von mir. Ja, dann haben wir unsere Homepage aktualisiert, geupdatet, geupdatet. Und ich hatte ja schon angefangen, unsere Videos mal auf RuTube hochzuladen, einfach damit wir da eine Sicherungskopie haben. Und jetzt fängt da RuTube an, irgendwie abzufragen, wer sind sie denn eigentlich, wenn man sich das angucken will. Das fand ich jetzt nicht so schön. Ist auch technisch nicht so ausgereift. Und ich habe also immer nach Alternativen geschaut. Und BitChute machen ja viele Leute. BitChute ist ein Peertube-Verfahren, also von Peer-to-Peer, das heißt also, dass man das direkt von den Leuten untereinander austauscht. Und da von dieser Art und Weise gibt es mehrere Seiten oder mehrere Systeme. Und ich habe jetzt eine gefunden, die nennt sich us.tv. Das ist eine ganz junge Seite. Da tummelt sich noch alles Mögliche von ganz links bis ganz rechts. Ist alles irgendwie zu finden auf der Seite politisch. Dass wir bei den rechten Sachen nicht zustimmen, ist klar. Aber heißt natürlich, dass da so gut wie gar nichts zensiert wird. Also ich habe jetzt also... Wie soll bei PeerTube überhaupt zensiert werden? Das geht ja eigentlich also technisch gar nicht. Also sie schreiben zumindest, dass sie der amerikanischen Verfassung sich verbunden fühlen. Und wenn da jemand irgendwas reinstellt, was dem nicht entspricht, also dem, was die da unter der freien Rede laufen haben, dann fliegst du auch raus. Aber Amerika hat ja nun eine extreme Variante der freien Rede. Ich wüsste gar nicht, wo da irgendwas einschränkbar ist. Ja, also ja, das. Also da USA ist ja alles Mögliche online, was ich auch gut finde. Ja, also das heißt, die Frage, wenn man anfängt zu selektieren, was erlaubt ist oder nicht, ist man automatisch im problematischen Bereich, finde ich. Ja, also das heißt, in der Frage, ob man lieber problematische Inhalte zulässt oder das problematische Löschen einführt, bin ich für die problematischen Inhalte. Weil sonst immer, was ist dann nach, fangen wir an, wo hören wir auf? Holocaust, Evolutionstheorie, sozusagen Klimawandel, das geht dann ins Unendliche und ist keine gute Entwicklung. Ja? Also auf jeden Fall, Peer-to-Peer hat den großen Vorteil, soweit ich das kenne, dass eben keine zentrale Stelle da ist, die aufpasst, sondern dass da die Leute das untereinander austauschen. Wüsste ich nicht, vielleicht geht das, aber ich wüsste nicht, wie diese Kontrolle stattfinden soll. Und ist damit aber auch nicht abhängbar. Das heißt, auf Peer-to-Peer kann es nicht passieren, was nur wie so letztes Jahr passiert ist. Auf einmal ist der Ofen aus. Genau, das war nämlich mein Hintergrund. Also wir müssen ja auf YouTube quasi ständig damit rechnen, dass wir abgeschaltet werden, weil nach deren neuen Bedingungen, nach deren neuen Geschäftsbedingungen kann man quasi jeden offline nehmen mit den heißesten Begründungen. Meistens heißt es dann, sie haben gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Man weiß dann gar nicht, gegen welche man genau verstoßen hat. Das kennen wir ja schon langsam. Also habe ich alle unsere Videos, zwar sämtliche, vom ersten bis zum letzten Video jetzt da hochgeladen und habe auf unserer eigenen Homepage, also hier wieder gucken, www.wikihausen.de. Da habe ich jetzt alle Seiten mit zwei Videos verlinkt. Das heißt, man findet dann zum Beispiel die Originalversion, wie hier jetzt bei dem Interview von Helen Beniski.
Die ist auf YouTube verlinkt und dann geht man etwas tiefer und dann sieht man, ha, da ist das gleiche Video nochmal auf dem PeerTube, also in diesem Falle us.tv. Ja, der Vorteil ist zum Beispiel bei us.tv, man kann sich die Videos direkt runterladen, falls man das Ganze irgendwie offline gucken will. Das geht ja hier direkt, das ist sofort erlaubt. Und ich habe das auch direkt angeklickt, dass das erlaubt sein soll. Und bei YouTube ist das ja generell immer ein bisschen schwieriger. Dann haben wir Kommentare bekommen. Ich habe ja das Problem gehabt, dass wir ständig Mails bekommen haben, dass jemand sagt, ich habe unter euer YouTube-Video geschrieben, aber der Kommentar erscheint nicht. Der erscheint zwar bei mir, aber nicht bei anderen Leuten, die den dann lesen könnten, wollten, wie auch immer, weil halt dieser Kommentar unter das Shadowbanning genommen ist. Und das sind mitnichten Kommentare, die irgendwie Hassrede enthalten, noch nicht mal irgendwelche Links. Also manchmal sagt man, okay, also wenn der jetzt zu viele Links in einem Kommentar hat, vielleicht erkennt das dann das System irgendwie als Spam und sowas. Nee, daran lag es auch nicht. Also irgendwie verschwinden da Kommentare auf seltsame Art und Weise. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwann ist hier Schluss. Und seit 3 Sendungen leiten wir sämtliche Kommentare auf unsere eigene Homepage um. Das heißt, man kann dann auf unserer Homepage kommentieren. Das habt ihr auch fleißig gemacht, liebe Zuschauer. Also wir hatten, glaube ich, jetzt beim letzten Video von Helen Beniski hatten wir 193, habe ich zuletzt drauf geguckt, an Kommentaren. Sowohl Deutsch als auch Englisch. Fand also ich sehr wir schön. Machen nichts mit Shadowbanning, um das mal klar zu sagen. Ja? Genau, ja. Also ich hab wirklich nur einen einzigen Kommentar gelöscht. Beziehungsweise das war jemand, der hatte 2 Postings gemacht, 1 Gott sei Dank etwas kürzer und 1 sehr, sehr, sehr lang. Und das war sowas von off-topic, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun gehabt, aber es waren, ich weiß gar nicht, wie viel DIN A4 Seiten, der hätte uns die ganze Seite damit zugespammt, das passt überhaupt nicht zum Thema, das war was ganz anderes. Dann habe ich einen kurzen Kommentar geschrieben, tut mir leid, also ihre 2. Mail nehme ich nicht. Also, ne? Also, mhm. Also wenn es irgendwie geht, kennzeichne ich das, dass ich da einen Kommentar weggenommen habe, weil das wirklich also gar nicht zum Thema passte. Mhm. Ja, ansonsten die Sicherung, die einzige Sicherung ist, dass ich die Kommentare freischalten muss und das dauert manchmal vielleicht eine halbe Stunde oder so. Bei vielen geht es aber auch direkt, also wenn es schon mal jemand gepostet hat, dann kann man eigentlich gleich nochmal posten ohne Probleme. Ich gucke dann zwar drüber, aber dann nur noch sporadisch und also eigentlich sollte das mit den Kommentaren auf unserer Homepage jetzt eigentlich ganz flüssig funktionieren. Man kann sich da, man braucht sich nicht anmelden, man kann einfach direkt schreiben, man braucht kein Konto auf der Homepage, man kann einfach direkt seine Gedanken dazu Protokoll geben. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel Leute, die sagten, danke für die Übersetzung, weigere mich nach wie vor Englisch zu lernen, obwohl der Druck unverschämt ist. Freue mich nicht auf den nächsten Teil, da es erschütternd ist, bin aber schon neugierig darauf, auf die Sendung von Helen Beniski. Ne? Mhm. Zieh Folie 19, Dirk. Mhm. Oder wir haben hier jemanden, Jan Weber schreibt am 14. Dezember, wieder einmal eine sehr gute und aufschlussreiche Folge, leider auch ebenso erschreckend, wie weit die übernationale Propagandastruktur Wikipedia nunmehr schon fortgeschritten ist, mit einem tränenreichen Smiley. Mhm. Macht trotzdem weiter, denn jeder Tag, den wir nützen, um für weltweite Aufklärung zu sorgen, ist wichtig. Und dann Edward Benet schreibt hier auch, man glaubt gar nicht, was man alles für Leute trifft. There you go. Und dann hat er nämlich das Interview verlinkt, die englische Version von Helen Beniski, die zu dem Zeitpunkt noch nicht online war bei uns. Titel Wikipedia Rotten to the Core, Helen of Destroy Interview with Wikihausen. Mhm. Heißt es bei dir eigentlich Wiki oder Wikihausen heißt es auch? Wiki, bei dir, ne? Ja. By the way, Helen Beniski also added chapters with timestamps. Also die hat sich die Mühe gemacht, die hat also kleine Zeitstempel für die Kapitel dann noch eingebaut. Das findet ihr alles unter den Kommentaren. Wir haben dann selber natürlich irgendwann das Video hochgeladen. Dann hier noch ein Kommentar. Admin Fiedler, also an mich. Wie immer sprechen sie den Russen und RT Deutsch alles nach, was die so behaupten. Völlig unkritisch, aber bei den nicht-russischen Medien gleich alles in Frage stellen. Doppelstandards. Mhm. Also es ist ein Vorwurf, dass die Deutsche Welle zur Demo aufgerufen hat. Klammer auf in Russland, Klammer zu. Mhm. Die Deutsche Welle weist dies zurück. Wenn man nach dem jetzigen, wenn man dem jetzt nachginge, und zwar Klammer auf, investigativ, Ausrufezeichen, Klammer zu, würde man herausfinden, dass das Deutsche Welle recht hat. Im umstrittenen Tweet, jetzt kommt ein Link, sieht man, dass es ein Zitat war. Deutsche Welle hat nur zitiert. Die russischen Anführungszeichen sind anders, wie man in diesem Thread nachlesen kann, bei Twitter zum Beispiel. Jetzt sprechen wir mal über Pressefreiheit in Russland. Reporter ohne Grenzen hat dies untersucht und Russland landet auf dem schlechten Rang 149 von 180 Ländern.
Ne? Mhm. Halt. Seit der Wahl Wladimir Putins im Jahr 2000 zum russischen Präsidenten hat der Kreml die landesweiten Fernsehsender weitgehend unter seine Kontrolle gebracht. Kritische Medien wie Radio Moskwi oder TV Dozhd geraten regelmäßig unter Druck. Journalisten müssen mit Gewalt oder gezielten Anschlägen rechnen, die meist straffrei bleiben. Also die Anschläge bleiben straffrei. Mhm. Strenge Internetgesetze ermöglichen das schnelle und unbürokratische Sperren unliebsamer Webseiten. Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Sotschi weitete Russland die Internetüberwachung weiter aus. Blogs von Regierungskritikern werden zum Teil ganz gelöscht. Siehe Reporter ohne Grenzen, / Russland, / das ist keine Pressefreiheit und RT Deutsch ist kein Journalismus. Dirk, ich glaube, da hättest du sicherlich einen Kommentar dazu. Ich war in einer Kinovorführung, wo Reporter ohne Grenzen mit jemand vom deutschen Auswärtigen Amt drin war. Das ging um einen ukrainischen Journalisten, der inhaftiert ist. Das ist ein ziemlich bekannter Fall geworden. Was mich aber interessierte, war, dass die erwähnt haben, dass es ja diese Webseite Peacemaker, also Peacemaker ist der Colt, mit dem die Cowboys die Indianer umgepustet haben. Ja, Die danach benannt ist, die Webseite, wo Personen markiert werden zur Bearbeitung für den ukrainischen Geheimdienst und ihre ausländischen Freunde. Und da war ja zum Beispiel Rainer Rotfuß drauf und ich glaube auch Uwe Schattauer, als wir 2017 in Russland waren. Und dann habe ich hinterher erfahren, was ich nicht wusste, dass wenn man als Ausländer auf die Krim einreist, dann darf man das nach ukrainischer Auffassung ausschließlich über die Ukraine tun, also über einen ukrainischen Grenzübergang. Wenn man von einem russischen Grenzübergang oder mit dem Flugzeug nah auf die Krim reinfliegt, dann droht einem in der Ukraine 8 Jahre Gefängnis. Was ja zum Beispiel mich betrifft. Ich war auf der Krim, ja, und das war mir gar nicht klar. Und wieso bist du denn nicht über die Ukraine eingereist? Weil wir mit dem Flugzeug gekommen sind. Aber die Ukraine ist doch ein sicheres Land. Flugzeug über Ukraine, natürlich. Da musst du aufpassen. Vor allen Dingen, über die Ukraine, Dirk, das ist auch nicht so leicht. Ich sehe überhaupt nicht ein. Also ich meine, wenn ich als Journalist irgendwo hinfahre und das sind die Länder, die dann von uns unterstützt werden, wo man 8 Jahre Gefängnis hat, je nachdem, auf welche Weise man in das Land einreist dann, ja. Und dazu hatte sich weder das Auswärtige Amt, die haben dann nämlich zu diesem Thema von Peacemaker und dieser Einreise, haben sie gesagt, dass die Ukraine es nicht gerne sieht, so haben sie das ausgedrückt, nicht gerne sieht, wenn Leute anders auf die Krim einreisen. Also zwischen nicht gerne sehen und 8 Jahre Gefängnis würde ich doch noch ein gewisses Bandbreite an, die ich auch nicht schwer nachvollziehen kann. Und die haben das eben nonchalant übergangen, diese Art der... Und dann habe ich sozusagen auch, gilt das denn eigentlich auch für Journalisten? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist halt, da muss man Verständnis haben für die Ukraine. Die sind da etwas dünnhäutig und sie sehen es nicht gerne. Aber es wurde nie gesagt, dass es richtig Konsequenzen hat. Wir können mit Thomas Röper, kann man sich sehr lange darüber unterhalten. Ich habe zum Beispiel einen Kanal aus Russland, Medusa, mit ausschließlich Putin-feindlichen, regierungskritischen Äußerungen, die ich mir reinziehe, damit ich so ungefähr weiß, was da los ist. Ich würde sagen, mehr als die Hälfte der ukrainischen Medien ist Printmedien ist in westlicher Hand. Als das damals unter Jelzin losging mit Verlagen. Also das ist mitnichten so. Das ist kompletter Bullshit, dass in Russland eine einheitliche Medienszene hergestellt ist. Wenn ich mir die Sachen angucke, ich habe mit Sergei Filbert da einige Male drüber geredet, auch wenn man sich das anguckt, also die Diskussionen, die Talkshows, die sind sehr viel rabiater, sehr viel direkter auf den Punkt, als es bei uns üblich ist. Also dieser konstante, hergestellte Eindruck, dass dort eine angsterfüllte Stimmung in den Medien herrscht, halte ich für kompletten Bullshit. Das würde ich eher sagen, stimmt durchaus, wo man aufpassen muss, da was man sagt, wenn man, damit man nicht rausfliegt. Das ist bei uns mindestens der Fall, ja, wie man am Fall Steimler und Ähnlichen sieht. Das ist bei uns halt lackiert, verchromt, aber nicht schöner. Und dass RT kein Journalismus ist, würde ich mal komplett zurückweisen, weil RT Informationen bringt, die es sonst nicht gibt auf der deutschen Seite, und das ist eine gute abweichende Stimme. Dass man dagegen etwas hat und das nicht als Journalismus bezeichnet, das ist nordkoreanische Mentalität. Ich weiß aber gar nicht, ob die Nordkoreaner so schlimm sind, wie man von ihnen immer erzählt. Muss man sich auch mal angucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Antideutschen und Wikipedia schlimm sind, wozu wir in dieser Sendung kommen. Und zwar, die kann man kaum toppen im Hinblick auf totalitäre Gesinnung bei Meinungsäußerung. Ja, wir haben auch noch Antideutsche im Rundfunk, aber das machen wir jetzt nicht diese Sendung. Ne? Wir erinnern nur an diesen Fall, wie heißt er nochmal? Danny Hollick, ne? Der von sich selber sagt, dass er Antideutscher ist und für den Rundfunk arbeitet. Machen wir in der nächsten Sendung. Mhm.
So, dann habe ich also ich diesen Kommentar, den habe ich dann auch kommentiert, was ich sonst eigentlich selten mache bei den Seiten. Ja, ja, die Quellen, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist schon ein Leid mit diesen vermeintlich verlässlichen Quellen. Gucken Sie sich einmal Thomas Röper zu Reporter ohne Grenzen an. Thomas Röper hat ja sehr viel zusammengetragen zum Thema Reporter ohne Grenzen, wo die her ihre Finanzen herbekommen und warum komischerweise immer die Länder, die das Ganze finanzieren, sehr gut dastehen und die Länder, die es nicht finanzieren, sehr schlecht dastehen. Ach, wer hätte das gedacht? Mhm. Ja. Ich meine, allein die Tatsache, gucken wir uns die ganzen westlichen Länder an, dann müsste ja Schweden, Großbritannien und USA aufgrund des Vorgehens gegen Julian Assange, vergleichbar mit ähnlichen Sachen in der Sowjetunion in den 70er Jahren, Andrei Sacharow in die Psychiatrie eingewiesen, solche ähnlichen Verhältnisse, also dass Dissidenten in die Psychiatrie eingewiesen werden, wenn man sich anguckt, was mit Julian Assange passiert. Eine Organisation, die sich dagegen nicht wehrt, ist für mich indiskutabel. Ja, also vor der eigenen Haustür zu kehren, ist das Erste. Ich brauche niemanden, der mir erklärt, woanders, wo böse Leute sind. Das ist wohlfeil, das kriegt man für 10 Cent bei jeder Prostituierten an der Straßenecke, sich gegen die eigenen Sachen aufzulehnen. In dem eigenen Land, wo man Schwierigkeiten kriegen kann, ist viel interessanter. Das ist die Aufgabe von Journalistenorganisationen. Also darauf hinzuweisen, dass in Suriname irgendwelche Leute Probleme haben, das kostet gerade mal gar nichts, ja, und auch keinen Mut. Ja, genau. Ein letzter Kommentar. Reporter ohne Grenzen. Hahaha. Kein Lebewesen, weder Mensch noch Tier, beißt die Hand, die ihn füttert. Bei Menschen kommt noch hinzu, dass kaum einer in die Hand beißt, die ihn bezahlt, schreibt hier jemand, der sich selber nicht von Bedeutung nennt. Bei ROG, also Reporter ohne Grenzen, heißt es, seit der Wahl Wladimir Putins im Jahr 2000 zum russischen Präsidenten hat der Kreml die landesweiten Fernsehsender weitestgehend unter seine Kontrolle gebracht. Ich lach mich tot. Unter welcher Kontrolle stehen in DE denn die Öffentlich-Rechtlichen? Nicht zu verwechseln mit den österreichischen, mit dem österreichischen Rundfunk. Und anderen sogenannten verlässlichen Quellen. Zugunsten von wem? Verlässlich. Also vergiss deinen Blödsinn mit alternativ und verlässlich endlich. Keiner will es hören oder lesen. Lies beides oder und bild dir selbst deine Meinung. Das ist also ein Zuschauerkommentar, der auch als Antwort auf den letzten Kommentar geschrieben wurde. Ich würde einfach mal sehen, man braucht nur, das kriegen wir ja bei uns, wir kriegen ja einige österreichische Sender, Leute im Grenzgebiet erst recht. Ich würde mal sagen, in Österreich ist schon eine andere Stimmung. Da ist mehr los. Ja. Ja? Da wird anders diskutiert, würde ich sagen. Also die Österreicher widersprechen werden wir, wenn ich da bin, aber ich würde doch mal behaupten, dass da irgendwie mehr frische Luft drin ist, ja. Also, dass die also im guten Sinne rabiater sind als wir, ja. Okay. Ja, Dirk, bevor wir jetzt zu dem Hauptteil kommen, den du ja zu verantworten hast, du hast nämlich ein Interview mit Stefan Seidel gemacht. Ja. Muss ich nochmal darauf hinweisen, weil wir schon lange nicht mehr gemacht haben, wir beide investieren eine ganze Menge Zeit in das Projekt und Zeit ist auch Geld und deswegen bitten wir euch, ein wenig zu spenden und das wird jetzt hier eingeblendet oder hier oder da. Mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Mhm. Ja, vielen Dank schon mal für die Spenden. Wir haben zu Weihnachten etwas mehr Geld bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das scheint Weihnachten gibt es immer mehr. Komisch, ne? Also, vielen, vielen Dank. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt aus dem Kreise der Familie habe ich ein Geschenk bekommen, was ich vielleicht, ja vielleicht, Dirk, vielleicht bewertest du das. Also wenn ich einen Essensgutschein bekomme, an eine Pralinenpackung angeheftet. ein dezenter Hinweis? Ja, was soll ich sagen? Und führe mich nicht in Versuchung. Ja. Es gibt doch fehlplatzierte Geschenke, ja, genau, okay. Ja, da wären wir wieder beim 16:9 Format. Okay, Dirk, es geht um Stefan Seidel. Vielleicht machst du das. Ne? Besser, ja, weil ich also Stefan Seidel, wir hatten ja bei unserer Sendung, bei unserer Konferenz, Wikihausen-Konferenz, wo wir eine Reihe von Leuten auch vorgestellt haben, die denen von Wikipedia übel mitgespielt wurde, wobei dann im Publikum Karl V. saß, also Karl der V. oder Karl Valentin, je nachdem, und das sind ja Leute, die uns konstant in den Bereich rechts rücken wollen. Das heißt, wir hatten den Stefan Seidel, hat mir ausgeguckt, weil er ist Wikipedianer der ersten Stunde, ist ein überzeugter Wikipedianer und er war bereit, bei uns die Gegenposition zu uns zu vertreten. Das macht er auch in dieser
in dem Interview mit mir. Wir haben uns sozusagen eingeladen und haben dann, bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, ach Leute, die auf so eine Einladung eingehen und mit offenem Visier kommen. Und er hatte sogar versucht, uns zur Wikicon einzuladen dann. Also das ist jemand, der auf jeden Fall den Disput auch gerne hat. Also das heißt, er ist sehr zivilisiert. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir uns nicht einigen über gewisse Themen. Die bleiben zwischen uns umstritten. Aber wir sind sehr gut mit ihm ausgekommen. Also ich fand das voll okay. Also wirklich sehr. Da habe ich gedacht, das ist ein schönes Beispiel, wie man unterschiedlicher Meinung sein kann, ohne dass man sich an die Gurgel geht. Sehr zivilisiert. Und dann hatten wir ein Thema, wo wir, glaube ich, eine Übereinstimmung haben, dass die Zusammenarbeit von den öffentlich-rechtlichen Wikipedia Loves Radio und TV heißt das bei denen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorangetrieben wird, auch im ZDF-Fernsehrat. Das ist vielleicht übrigens der Grund, warum damals eine ZDF-Mitarbeiterin sagte, dass sie befangen ist und sich deswegen nicht zu Wikipedia negativ äußern will, weil eben dieser Wikipedia sozusagen passt wie Topf auf Deckel oder Arsch auf Eimer, ich weiß nicht, wie man das genau sagt. Ja. Also das heißt, die sind dabei, eine Kooperation aufzubauen und wie wir jetzt ja auch erfahren haben, ich war bei einer Konferenz, eingeladen als Medienkritiker, war ich also doch erstaunt, was ich jetzt für Titel kriege, war aber nett gemeint, da ging es um den neuen Medienstaatsvertrag und da kann ich auch sagen, dass die ganzen Leute, die anwesend waren, fanden das total super und modern, dass jetzt Wikipedia und die Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten. Da ging es ja darum, ob der Haushalt von 9 Milliarden auf 13 Milliarden aufgestockt wird, um zu verhindern, dass... Das sind immer die Stellen, wo ich immer denke, also Sabra Aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja? Also das ist irgendwie... Ich habe das so häufig, dass ich denke, das ist alles nur noch betreutes Denken. Die Leute schalten irgendwie ihr Gehirn nicht ein, wenn sie sowas von sich geben. Vor allen Dingen, der Punkt war, dass von all den Leuten, die da waren, niemand wusste, dass Wikipedia, und auch Wikipedia sagt das nicht, in anderen Ländern in diese Richtung schon aktiv ist. Das hatten wir in dem Gespräch mit Helen Boniski eben drin. Also das sollte man auf dem Schirm haben. Das ist kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass diese NewsGuard-App zum Beispiel, dass dort Jimmy Wales drin ist von Wikipedia und Michael Hayden und Anders Fogh Rasmussen, also der militärisch-industrielle Wikipedia-Komplex, funktioniert auch wie geschnitten Brot. Das war ein von Thomas Gröper einen Artikel, der hat einen sehr guten Artikel zugeschrieben. Ja, das hatte ich ihm erzählt, als wir zusammen in Prag waren. Deswegen kam das zustande. sei es wie es sei. Also er hat habe ich darüber geschrieben, habe ihm das gezeigt. Das ist also das sind alles Strukturen, die, wenn sich jemand über Russland und Putin aufregt, also dass der NSA-CIA-Chef mit dem NATO-Chef und dem Wikipedia-Chef zusammen guckt, was denn adäquate Informationen sind. Wie bezeichnen diese Leute denn sowas? Ja, damit haben sie kein Problem dann. Also das sind ja alles Sachen, die laufen und insofern der Stefan Seidel, den nehme ich da aus, er ist ein vehementer Vertreter der Wikipedia-Idee, das wird man auch im Gespräch erfahren, aber er ist jemand, den ich jederzeit in Schutz nehme, das ist keiner von dieser Fraktion, er ist gesprächsbereit, er ist ein offener Mensch, mit dem kann man jederzeit diskutieren und es war eben, er hatte mich eingeladen zu einer Sendung Wikidienstag, also so ein Streaming-Video mit nicht rasend viel Zuschauern, was er ab und zu macht. Und das wurde dann, als wir uns unterhielten, wurde ein Pornobild mit hochgeladen von jemand von außen. Und das wurde auch gleich bei YouTube gemeldet, sodass dieser Stream bei YouTube nicht mehr zu sehen war. Komplett raus. Also genau. Das ist die Mitart von Zensur. Das heißt, irgendjemand sieht dort Seidel und Pohlmann diskutieren vernünftig, sind bei dieser Geschichte und sagen, da müssen wir uns drum kümmern unbedingt, dass die diese Wikipedia, also dieses Wahrheitsministerium in Betreuung gebaut werden soll. Und in dem Moment ziehen die im Wortsinn den Stecker. Ja? Also das heißt, Pornobild hochladen, melden. Ihr habt das ja ganz gut auf den Punkt gebracht im Interview. Ich habe mir das ja angehört, schon vorab. Und ihr habt das ja auf den Punkt gebracht, das war Sabotage. Da hat jemand also als Icon, als Avatar für seinen eigenen Kanal, hat dann dieses Bild genommen. Und Stefan Seidel hat das wohl so gemacht, dass sich da jeder irgendwie einloggen kann in die Konferenz.
Das ist typisch Stefan Seudel. Jeder kann mitreden, jeder kann mitmachen. Genau. Ja, genau. Und dann loggt sich jemand mit einem pornografischen Avatar ein und YouTube erkennt das natürlich sofort. Das war Sabotage eurer Sendung. Ganz klar. Also daran sieht man, wie diese Demokratiebewegung der anderen Seite funktioniert. Die ist von Felix Dzerzhinsky und Felix nicht zu unterscheiden. Und sozusagen, das wird Gesinnungsstalinismus werden, wenn diese doch noch hochkommen. Und ihr werdet ja sehen, man kann sagen, was danach noch war, dass eben Stefan Seidel ist jetzt unter Beschuss. Das heißt, die Tatsache alleine, dass er mit mir vernünftig redet in dem Diskurs, ist Grund genug, ihn komplett raus zu katapultieren aus Wikipedia. Das sind die Zustände, die dort herrschen. Wer das als unbedingt zusammenlegbar mit den Öffentlich-Rechtlichen betrachtet, weiß man, was er vorhat. Ja, ist nichts Gutes. All Wikipedians are created evil, würde ich dann sagen. Also nicht alle, ja, aber all leading Wikipedians. Ja. Und ich glaube auch, das sollten wir vielleicht auch nochmal in einer der nächsten Sendungen angehen, wenn man sieht, wie die Zahlen bei Wikipedia aussehen, die Geschäftszahlen, die Geldzahlen, wie viel Geld dort umgesetzt wird, kann man sehen, es geht jetzt um Kohle, es geht um Posten, es gibt um berufliche Möglichkeiten. Das heißt, diese Leute, die wir als die Junta arbeiten, wenn das sozusagen, da gibt es bestimmt eine ganze Reihe von den Administratoren, die auf diese Wikipedia-Daueranstellung schielen und versuchen, durch vorauseilenden Gehorsam dort möglichst aktiv sein zu können, um unterzukommen. Also du hast es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, wir haben diese Negativauslese bei der Wikipedia, also Leute, die im realen Leben gescheitert sind und jetzt Gottfantasien ausleben können, indem sie halt in der Wikipedia zum Beispiel als Admin arbeiten können oder wenigstens als Sichter Macht. Dann auf Zuruf jemanden rauskicken können. Genau, also das ist das, was wir... Das ist eine Kompensation, würde Freud sagen. Ne? Also ist jede Null wird durch Anziehen einer Uniform kann sich als eine Eins fühlen. War das, glaube ich, bei Tucholsky, wenn ich es richtig erinnere, ja? Oder Kästner, einer von den beiden. Also das heißt, es ist die Möglichkeit für Leute, die diese Machtfantasien haben, die sich zu kurz gekommen fühlen, an dieser Stelle Macht auszuüben und im Stile eines Schauprozessrichters zu agieren. Also so zu tun, als wenn es Verteidiger, Angeklagte, sie dürfen sich kurz melden, bevor wir sie zur Guillotine führen. Ja, das ist sozusagen die Logik, die da drin steckt. Ja. Machen wir es folgendermaßen. Also du hast jetzt ja ein langes Interview mit Stefan Seidel geführt. Das heißt, das schneiden wir hier gleich rein und verabschieden uns dann schon sozusagen erstmal für eine ganz lange Zeit von euch, von den Zuschauern. Vorweg noch für den Zuschauer als Info, Stefan Seidel ist in der Wikipedia gesperrt und wie es zu diesem Sperrprozess kam, das machen wir in der nächsten Sendung, weil das ist sehr interessant und da ist auch ein Wikipedianer sehr aktiv, den ich ziemlich genau kenne. Das ist nämlich der Björn Hagemann und ich habe bisher, viele, viele Sachen rausgeschnitten und nicht in die Sendung mit aufgenommen, eben gerade weil ich ihn sehr genau kenne. Gerade weil jetzt solche Leute wie Stefan Seidel rausfliegen, die nun wirklich vollkommen unverdächtig sind, sich irgendwie rabiat in der Wikipedia zu verhalten. Oder er verteidigt Wikipedia ständig, ja, das ist ja das Absurde. Genau. Also auch in dem Gespräch mit mir ist er ist jetzt nicht, oh, ich bin auch der Meinung, sondern er ist weiterhin der Meinung, Wikipedia ist eine großartige Idee, die unbedingt weiter verfolgt werden muss. Also das heißt, das ist wie bei der Inquisition in der katholischen Kirche im Mittelalter, wo man als Heretiker die besten Chancen hatten, auf dem Scheiterhaufen zu landen, wenn man eine kleine Abweichung hatte. Also die Frage, ob Jesus jemals ein Mensch war oder von vornherein göttlich geboren, das ist dann ein schwerer juristischer Streit. Und wenn man die falsche Auffassung hat, dann ist das todeswürdig. Und so funktioniert das bei denen. Ja? Genau. Also der Björn Hagemann kann sich schon mal auf die nächste Sendung freuen. Da werden wir uns mal ganz intensiv mit ihm beschäftigen. Ich glaube, es ist Zeit dafür. Ja, dann gebe ich mal ab an dich und an Stefan Seidel, ne? Wollen wir sagen? Philipp, ja, machst du genau. Das? Genau. Schiff ahoi, genau. Bitteschön. Ja, lieber Stefan Seidel, nach langer Zeit mal wieder am Computer gemeinsam. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten, das heißt, du hattest mich eingeladen zu deinem Wiki-Dienstag, also einem Videoblog, einem offenen Videoblog, den du betrieben hast. Da ging es um
die mögliche Zusammenarbeit von Wikipedia mit den Öffentlich-Rechtlichen, worüber wir auch in einer der Wikipedia-Sendungen jetzt ja berichtet haben, dass es das schon gibt, erstaunlicherweise, eben in Israel, zum Teil im englischen Wikipedia. Aber du warst ganz nah dran an den Plänen von Wikipedia über diese Kooperation. Ich war auch bei einer Konferenz, wo es um das neue, um den neuen Medienstaatsvertrag ging. Und können wir uns darüber ja mal anfangen zu unterhalten. Was weißt du, wie das aussieht? Ja, eigentlich, Dirk, weiß ich gar nicht so viel. Meine Geschichte ist relativ kurz mit dem ganzen Ding. Ich habe nachgeschaut, im Februar 2018 ist mir das, 19, Februar 19 ist mir dieses Projekt aufgefallen, das heißt Wiki Loves TV and Radio. Dieses Wiki Loves ist ein üblicher Titel, das haben wir für ganz viele Sachen, Wiki Loves Monuments und Afrika und weiß der Geier was. Das ist eigentlich so eine Community-Möglichkeit, um zu sagen, hey, wir haben hier einen Themencluster, wo wir am Arbeiten sind. Also dieses Wiki Loves ist eher so ein allgemeiner Titel. Und dann TV and Radio. Und da habe ich, das habe ich zufällig mal entdeckt. Ich habe gerade mit meinem Wikidienstag angefangen, im Januar 2019 war das, und habe dann einfach mal nachgefragt, du Leute, was ist das eigentlich, was macht ihr hier? Und nicht sehr freundlich, muss ich sagen, also ich war schon ziemlich geladen, weil ich wurde akademisch in Berlin zertifiziert, und dass ich Radio und Fernsehen lieben könnte, wäre mir so spontan nie in den Sinn gekommen. Dann lief aber nichts. Auf meine Nachfrage kam gar keine Reaktion. Und dann im Juni fragte ich wieder nach. Und ähnlich arrogant. Und das eskalierte dann sehr, sehr schnell. Ich habe dann einen Ban bekommen, sage ich dem. Also ich wurde aus der deutschsprachigen Wikipedia ausgeschlossen. Ich kann innerhalb der deutschsprachigen Wikipedia nicht mehr editieren. Sehr viel weiß ich also nicht. Ich weiß eigentlich nur, es ist sehr viel am Tun. Es wird sehr viel koordiniert, es wird sehr viel getroffen. Man ist in Gesprächen, man hat Absichts. Bekundungen gemacht, man möchte seitens Wikipedia wird gesagt, dass man Inhalte übernehmen möchte von den Öffentlich-Rechtlichen in die Wikipedia hinein. So, also vielleicht das mal für den Anfang. Genau, gibt es denn auch eine umgekehrte? Also ist geplant, dass es eine Mitarbeit von ZDF-Redakteuren, ARD-Redakteuren an Wikipedia dann gibt, oder geht es nur um die Übernahme von Inhalten oder in Anführungszeichen nur? Ne? Ja, also das ist ja dann sehr interessant weitergegangen. Im Laufe meiner Sperrdiskussion hat mir jemand, welcher selber sehr eng in diesem Projekt auf verschiedenen Seiten, ich habe ihn bis jetzt nicht geleakt, aber sehr involviert ist in diese ganze Geschichte, sehr viel Wissen hat, auch sehr viel Wissen im Umgang mit Wikipedia, wie man die verschiedenen Seiten analysieren kann, etc., etc., hat mir ein Ghostwriting gemacht und hat einfach mal so kurz zusammengezählt, wie viele offizielle Accounts von den Öffentlich-Rechtlichen und wie viele Mitarbeiter, die nicht in mit offiziellen Accounts mitarbeiten. Und da kommt man schnell an eine Zahl von gegen 100 Leute, die schon heute sehr, sehr aktiv am Mitarbeiten sind. Wir haben ja auch eine sogenannte Redaktion Film und Fernsehen. Mhm. Auch das weist darauf hin, also ein klassischer, so ein Wikipedianer, wie ich es bin aus der ersten Zeit, würde nicht von Autoren sprechen, er würde nicht von Redaktionen sprechen. Also da sind wir in einer ganz anderen Sprache. Und dass da sehr viel schon heute läuft, das ist, glaube ich, relativ klar.
Aber jetzt, was Sie jetzt gemacht haben, ist eine Serie von Videos, was ZDF freigegeben hat, ausgerechnet zum Thema Klima. Haben Sie Videos freigegeben? Und ja, also so, war das die Frage? Nee, schon. Also das ist, um das nochmal zu verstehen, du hattest mich ja eingeladen zu dem Gespräch, weil wir beide, glaube ich, nachdem wir uns ja also als Kontrahenten bei uns auf der Konferenz kennengelernt hatten, dann schon auch gemerkt haben, dass es gegensätzliche Positionen gibt. Du hast uns ja kritisiert auf dieser Konferenz deutlich. Wir hatten dich eingeladen als Wikipedia, ich sage jetzt mal im weitesten Sinn Vertreter, also als Wikipedianer, nicht offiziellen Wikipedianer, aber einen sehr aktiven und jemand, der die Wikipedia gut findet. Und dann waren wir uns aber, denke ich, beide in gewiss ja einig, dass die Verbindung von Wikipedia mit Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so eine, also nicht das ist, wo Wikipedia herkommt und sich hinentwickeln sollte, sondern eine komische Verschränkung bedeutet, die eine Negativentwicklung ist. Ja, sag ich erstmal, stimmt das so oder habe ich dich jetzt irgendwie falsch interpretiert? Nee, das stimmt schon. Also ich denke, wir haben einige Punkte, wo wir nicht einverstanden sind miteinander. Das habe ich, wie gesagt, in Wien gesagt. Also dieses Jagen von Autoren, das finde ich nicht korrekt. Finde ich, kommt der Sache von Wikipedia auch nicht so gut. Dieses Reden von Wikipedia wird manipuliert und da wird gelöscht und so, wäre nicht mein Sprachgebrauch aufgrund der softwaretechnischen Beschreibung oder auch eben dieses Arbeiten über Verschwörungstheorien würde ich auch nicht machen. So, es gibt einige Dinge, wo ich denke, können wir das noch einmal anders machen. Mhm. Aber das andere, wo wir uns sicher sehr gut verstehen, das hat mir sehr gut gefallen, wie das am Ende des Wikihausen 32 gesagt hat, das hat man mir so an der Universität nicht gelehrt. Ich glaube, das ist so, das trifft es ja auch bei mir. Also ich wurde von den Boomern, von den Alt-68ern erzogen und in Berlin sozialisiert. Und bin als Generation X, wenn wir jetzt mit diesen Labels reden wollen, auch unters Zeugs gekommen. Also ich bin auch enttäuscht gegenüber dem, was ich gelernt habe, was Wissenschaft ist, wie wissenschaftliches Arbeiten geht, wie wir miteinander umgehen in diesen Wissensbereichen, etc. etc. Und wenn ich dann sehe, was aktuell läuft, das finde ich hochproblematisch. So, von daher finde ich eigentlich das Thema, dass ihr das noch einmal so aufgebracht habt, wir haben diesen Hashtag dazu, ZDF Wikipedia, können wir vielleicht noch drüber reden mit Leonard Dobusch, Professor Doktor aus Innsbruck, Mitglied des Fernsehrates des ZDFs. ZDF Wikipedia als... Wo man das offenbar sehen kann, dass das ideal zusammenpassen könnte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Wikipedia, dass es da Gemeinsamkeiten gibt, auf die ich natürlich aufspringe und sage, ja, aber halt mal, ich habe da so meine Probleme mit dem Öffentlich-Rechtlichen, mit den Framings, die da laufen, die ja jetzt auch aufgelegt worden sind, übrigens auch von Dobusch und Netzpolitik.org, also ja, aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass wir wie so die Chance erhalten, mit 2019, 2020 jetzt noch einmal uns darüber zu verständigen, was meint eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was wollte der eigentlich, was sind die Ziele, dass wir dann noch einmal sagen können, ja, und was will Wikipedia, wie sind die gestartet 2001, wie hat sich das entwickelt, ganz entgegen den Wünschen von Jimmy Wales, etc., etc. Und dass wir eigentlich in diesen Klärungen noch einmal sehr viel Gewinn haben könnten, um uns darüber zu verständigen, wie wir uns im Moment gesellschaftlich am Austauschen sind, wie wir miteinander am Kommunizieren sind. Und das ist ja auch nötig. Ich meine, wir haben mit Snowden Permanent Record, wir haben mit Julian Assange, ich habe gerade Besuch bekommen hier, mit Julian Assange,
wo wir an die Grenzen des Rechtsstaates geführt werden, etc. etc. Also eine sorgfältige, langsame, noch einmal das Auseinandernehmen, womit wir es eigentlich zu tun haben und welche Chancen sich aktuell uns anbieten, das finde ich schon, also das würde ich jetzt auch sehen als eine große Chance von unserem Kontakt. Mhm. Ja, ich meine, das wäre so eine Frage, ob man zu den Wurzeln zurückkehrt, also in beiden Fällen. Was war das Neue, das Einzigartige an Wikipedia, die Möglichkeit, einen riesigen Text zu erstellen quasi in Kooperation. Etwas ganz anderes als die Art und Weise, wie öffentlich-rechtliche arbeiten, wo einzelne Leute einen Text herstellen, den sie raussenden an andere, also ihre Interpretation der Wirklichkeit mitteilen an andere, die sich dazu dann bestenfalls äußern können. Aber Wikipedia war quasi ein Gegenbild dazu. Das war das gemeinsame Arbeiten an ein und demselben Thema, also auf verschiedensten Weisen. Und das, also an dieser Stelle, ich denke, da sind wir auch relativ ähnlich, das ist das, was ich gut finde an der Grundidee von Wikipedia. Ja. Das ist auf jeden Fall eine neue Möglichkeit, die die Technik geschaffen hat, so wie der Buchdruck die Möglichkeit geschaffen hat, neue Formen zu finden von der Kommunikation. Und jetzt sieht's aber so ein bisschen nach Wahrheitsministerium aus, ne? Also das heißt, die Entwicklungen gehen so, dass zwei Sachen an einer Stelle verbunden werden, die ich nicht als deren stärkste Stelle begreifen würde. Das Öffentlich-Rechtliche hat das große Problem, dass es sich von seiner ursprünglichen Auftrag, nämlich die Vielfalt darzustellen, die Agora, der Marktplatz zu sein, auf denen die Sachen gehandelt werden, ja, und möglichst weit vom Staat weg zu sein und ein Teil der Zivilgesellschaft zu sein, hat es ja nie erfüllt. 14 Urteile des Bundesverfassungsgerichts mussten da immer wieder gegensteuern. Und jetzt wird an den, quasi wie in der schlechten Ehe, an den Stellen, wo es immer klemmt, gehen diese beiden Systeme zusammen. Was mich aber auch noch interessiert ist, du hast ja wegen unserer Aufzeichnung, also Probleme gehabt. Also das heißt, erstmal ist es abgebrochen worden. Irgendjemand hat ein Pornobild da reingestellt in unsere Diskussion, weil das von außen möglich war, worauf dann diese Sache, ich glaube, das ist der Grund, warum es gelöscht wurde dann von YouTube. Auf jeden Fall in gewisser Weise sind wir sabotiert worden, unser Gespräch. Das heißt, die Annäherung der Kontrahenten von Wikihausen war nicht gerne gesehen. Oder so sieht es zumindest aus. Oder glaubst du, dass das zu viel Interpretation ist? Nein, ich glaube, das wird im Moment vielleicht schon deutlich. Also für mich ist es insofern ein positives Signal, dass ich als Wikipedianer wahrgenommen werde, oder? Das finde ich ja eigentlich noch sympathisch, oder? Also, dass man meine Zeit, wo ich da, ich bin ja nicht der hyperaktive User, aber ich habe seit 2005 bin ich da mit drin und benutze und nutze Wikipedia. Also, dass man diese Arbeit schon anerkennt als Wikipedia. Mhm. Und dass es dann eigentlich wie abgestraft wird, wo man bei euch dann vielleicht den Eindruck hat, ihr seid nur noch gegen Wikipedia. Mhm. Aber warum gibt es so eine Sanktion? Also ich meine, das ist ja, du bist ja jetzt nicht intern innerhalb, sondern auf einmal wird quasi unser Gespräch wird geblockt, ja? Ja, ja. Nee, es ist, aber du, also ich muss wirklich auch sagen, ich kenne mich dann auch zu wenig aus. Also ich meine, unter jedem YouTube-Video hast du den Button, wo du es melden kannst. Mhm. Ne? Also wie schnell das dann nachher geht, das ist jetzt einfach gerade wieder der aktuellste, dass ich jetzt keine Videos mehr hochladen kann auf YouTube. Es ist so eine weitere, ja, einfach eine Störung meiner Arbeit. Also das letzte war ja, dass Wikimedia Schweiz zugegeben hat, dass sie mir einen Twitter-Account abgeschossen haben. Und das über Kalifornien. Das lief dann alles über Kalifornien. So, also. Wie soll ich mir das vorstellen? Also das heißt, du hast einen Twitter-Account gehabt und Wikipedia sagt, sie haben den abgeschossen? Also Wikimedia Schweiz hat gesagt, dass da ein, ich will den Tweet nicht, den das SMS nicht zeigen, aber
Also auf jeden Fall der Konflikt, der eskaliert. Aber nochmal, das ist ja wichtig. Also das heißt, die Wikimedia Schweiz sagt dir, über Kalifornien ist diese Twitter-Geschichte, der Account beendet worden. Also das heißt, wir sind auf dem Schirm in Kalifornien, die wissen, was wir machen, die interessieren sich dafür. Weißt du, eben, also eben, das wäre jetzt für mich Kategorie Verschwörungstheorie. Das, das war das Gleiche mit Jimbo Wales, hat einmal in meiner Timeline dann reingeschrieben, weil für mich der Satz, there are no toxic users, sehr, sehr wichtig ist, hat er dann reingeschrieben, doch, doch, es gibt toxic users. Und das, weißt du, wenn das andere sehen, dann, das ist ganz normaler Gruppendruck, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Das ist gar nicht Befehlslinie oder so etwas. Aber sie sehen dann, oh, wenn Jimbo Wales das sagt und er bei meinem Account da reinschreibt, dann sieht es so aus, als hätte er sich tatsächlich mit mir auseinandergesetzt und dann, weißt du, was ich meine? Ja. Was ich gar nicht annehmen würde, aber es entsteht einfach eine Stimmung, es entsteht Gruppendruck. Es, also wir haben ja dafür auch einen Hashtag, diesen Wiki-Stress. Mhm. Also dieses Editieren innerhalb von Wikipedia löst bei sehr vielen Stress aus. Und diese, es geht um die Pflege dieser Stimmung, was ja übrigens dann das, die Idee war für unser Wikidienstag, also diese Frage wieder aufzunehmen, wie kommt eigentlich wieder Spaß in diesen Editierprozess? Wie kriegen wir all die Leute, die rausgegangen sind aus der Wikipedia, weil es einfach unangenehm geworden ist, wie kriegt man die wieder zurück und wie kriegt man die wieder zu Beteiligten? Ne? Mhm. Aber wo bist du denn jetzt überall geblockt worden? Also du bist bei unserem Gespräch, bist du, gab, sozusagen das Gespräch war, du hattest es ja gestreamt und dann war es aber weg, ne? Ist das richtig? Ja. Also ich weiß noch nicht genau, das ist ganz neu, das war jetzt diese Nacht und ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber ich habe einfach gesehen, es wurden Regelverletzungen in zwei Videos angezeigt und das eine ist einfach ein Gespräch mit dir. Also, wie können wir da Regeln verletzt haben in dem Gespräch? Ja, eben vielleicht wegen diesem Pornobild, was da, also man kann vielleicht auch sagen, also dass die Gespräche, die ich mache bei Wikidienstag, das sind immer offene, also nicht so wie wir jetzt unser Videogespräch machen, das sind Livestreams, die ich ja rausjage und dann immer auch den Link dazu gebe, wie man dazukommen kann. Und interessant war einfach, wie es damals so sehr heiß war mit meinem Ban, dass jedes Mal, wenn das Gespräch auf den Ban kam, dass es dann abgeschossen worden ist. Mhm. Und eben so, indem ein User reinkommt, der nimmt für sich ein pornografisches Bild und dann schießen die Rechner von YouTube halt rein, die erkennen das und schießen es ab. Also das ist alles automatisch, das ist algorithmisches Zeugs. Ne? Ja. Aber irgendjemand muss es ja reinstellen und er stellt es rein, nicht weil er ein pornografisches Bild verbreiten will, sondern weil er will, diesen Effekt erzielen will. Ja. Weil er die Regeln kennt, weil er sich auskennt, weil er sich besser auskennt als ich, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Welcher ja im Grunde genommen extrem naiv mit diesen Möglichkeiten umgeht und eher so auf der Ebene ist von Reclaim the Internet. So, also zu sagen, hey, warte mal, da war mal eine super wichtige Idee. Und wir hatten jetzt 20 Jahre, die verbockt worden sind durch irgendwelche Business-Fantasien über diese Plattformisierung hinweg. Und es entsteht im Moment wie eine neue Möglichkeit, noch einmal daran zu denken, hey, was war das eigentlich, diese späten 90er Jahren? Was war dieses 2001, wo eine super simple Software-Media-Wiki gekommen ist? Und Jimbo Wales hat sich die ganze Zeit eingesetzt dafür, dass hochkarätige Spezialisten, Themenbereiche pflegen und eine richtig gute Online-Enzyklopädie aufbauen und das ist nie zum Fliegen gekommen. Und plötzlich hat er dieses Teil freigegeben und dann haben, boah, und dann ist es explodiert und es hat funktioniert in dem Moment.
wo es kollaborativ geworden ist, ne, wo es offen geworden ist, wo wir eben gerade das will ich ja sagen, wo eben nicht auf Menschen, nicht auf Autoren geschaut worden ist, sondern auf Inhalte. Ist das eine relevante Aussage, die hier gemacht wird? Kann die belegt werden? Ist es ein Beitrag zu einem Argument? Mhm. Und das wird gejagt. Nicht Menschen werden gejagt, sondern Argumente werden gejagt. So, in dem, das hat Jim Wales nie begriffen. Das ist ein Streit, kann man sehr gut nachvollziehen. Ist super dokumentiert, innerhalb der Wikipedia unter dem Stichwort zum Beispiel Wikipedia is not paper. Ja, genau. 2001 kann man das nachvollziehen, nachlesen gehen. Das hat Jimbo nie verstanden. Und sein WT.social, was er jetzt macht, ist wieder das. Er geht immer auf Experten, er will Qualität erreichen, aber hat nicht erkannt, wie die Qualität bei Wikipedia zu wenig gekommen ist, nämlich durch Öffnung, durch kollaborative Schreibprozesse. Man kann auch sagen, das ist ja der entscheidende Punkt eigentlich und auch das Interessanteste bei Wikipedia, also die Idee zu verfolgen, dass man Wissen in der Community, im Schwarm zusammentragen kann und das eben nicht, wie viele Leute das immer wieder auch die Süddeutsche angemerkt hat, da sind ja gar keine Spezialisten und wo sind denn hier die Historiker, sondern eben, dass in vielen Bereichen eben Leute mit Kenntnissen daran arbeiten können und der kann ein Busfahrer sein, der kann sich trotzdem daran bewegen. Das ist ja eine der Verheißungen, sage ich mal, von Wikipedia auf jeden Fall, wo man sagen kann, ist ein interessantes Experiment, um zu sehen, was dabei rauskommt. Und diesen Teil würde ich auch nicht als gescheitert betrachten. Das ist nicht das, von dem ich sagen würde, das hat sich überlebt. Weder, dass die Idee sich überlebt hat, noch, dass es in der Praxis sich überlebt hat, sondern also aus meiner Sicht sind die Manipulationen aus ganz anderer Ecke. Und was mir jetzt wirklich Bauchschmerzen macht, ist, ich bin also in der Wolle gefärbt dadurch, dass ich nicht möchte, dass staatliche Stellen in Medien drin sind und auch die Nähe der Öffentlich-Rechtlichen, wie ich das sagte, die Staatsferne ist nicht die Stärke der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist das große Problem, was sie seit jeher haben. Und jetzt kommen diese Sachen zum Tragen. Das ist das Gegenteil von all diesen normativen Vorstellungen, die existieren. Öffentlich-rechtlich ist auch eine hervorragende Angelegenheit von der Idee her, müsste praktisch so umgesetzt werden. Und jetzt kommen wir langsam so in den Bereich, dass wir, wie soll ich das nennen jetzt, als Gesinnungskonservative sagen, aber guck doch mal zu den Anfängen, worum es eigentlich ging, ja. Auch wenn das jetzt eher anarchistisch ist, wie wir konservativ sind, ja, ist es aber ein Bewahren der Grundsätze davon, ja. Aber was mich natürlich auch in gewisser Weise sehr interessiert ist, warum unsere Diskussion auf so viel Feindschaft stößt. Das ist etwas, was mich doch sehr irritiert. Also das heißt, in dem Moment, wo man, hatten wir mal gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns nicht einigen. Ja, also agree to disagree, ja? So einen Satz, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben und dass man aber trotzdem sich gesittet im Diskurs verhalten kann. Das ist ja eigentlich eine tolle Angelegenheit, wovon wir alle immer reden, dass es möglich ist. Ja, also ist das wirklich auf einem guten Niveau unterschiedliche Auffassung zu sein. Und warum ist das so fürchterlich? Also warum ist der Kontakt, hier ist es ja wieder, offenbar, du sollst keinen Kontakt mit zu mir haben. Also bei uns habe ich jetzt noch nichts davon gehört, dass ich mit Stefan Seidel nicht reden darf. Das hat es noch nicht gegeben. Aber irgendwie in der Organisationsform Wikipedia, Wikimedia, knirscht es damit. Kannst du dir das erklären? Um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Ja. Was ist es denn dann? Also ich meine, wir haben ja dieses Phänomen, haben wir ja. Es ist so, also um der Reihenfolge nach, wir machen ein Stream, wo wir uns über diese Zusammenarbeit unterhalten wollen. Der Stream wird sabotiert mit Einfügen eines Pornobildes, wodurch er dann für andere Leute nicht mehr nachvollziehbar war. Obwohl das nie viele Leute waren, die dazugeguckt haben. Es war sozusagen eine sehr eng begrenzte Öffentlichkeit. Also es war allein die Tatsache, dass wir geredet haben. Dann wirst du bei Wikipedia Deutschland oder wo bist du dann als erstes rausgeflogen? Also in der deutschsprachigen Wikipedia. Bist du gesperrt worden? Ja, das ist eigentlich die Sperre. Ja, mit offizieller Begründung und was ist der wahre Hintergrund?
Ja, das ist natürlich wirklich sehr schwierig zu sagen. Also auch hier wieder. Ich meine, du hast Konflikt. Also es ist ein sehr interessantes Feld, um Konfliktforschung zu betreiben, weil gewisse Dinge sind natürlich ganz klassisch. Also ich behaupte, Wikimedia Deutschland betreibt undercover, ohne es mit der Community zu diskutieren, ein Projekt, in welchem sie sagen, sie wollen von den öffentlich-rechtlichen Inhalte übernehmen und sie gehen davon aus, dass die Qualität der Wikipedia dadurch steigt, weil sie ja dann Inhalte haben von öffentlich-rechtlichen, was ja gute Information ist und so weiter und so weiter. Und ich gehe da an die Decke, weil ich das nicht toll finde, weil mindestens einmal viele, viele Fragen habe, wo ich finde, wow, sollten wir mal diskutieren. Also ich mache Ihnen den Vorwurf, Sie gehen extrem aggressiv und verdeckt vor und Sie machen mir den Vorwurf, du gehst extrem aggressiv und polemisch in die Diskussion rein. Warum gibst du dich nicht einfach ein und arbeitest mit? Warum kommt das alles so nonchalant daher und so aggressiv, ne? Und dann hast du zwei Streitpartner, das ist ganz klassisch. Beide sagen, du hast angefangen, du hast angefangen und dann bekriegen sie sich und sie sind halt auf der stärkeren Seite, haben den roten Knopf und ich bin raus. So. Aber Und jetzt dann bist du kann doch, dich als aggressiv zu bezeichnen, funktioniert ja schon, das funktioniert doch gar nicht. Also so wie du dich verhältst, so wie du diskutierst, Doch, du doch, bist doch sozusagen der. nein, nein. Nein? Nein, nein. Also das kann man ja nachlesen gehen, oder? Okay. Also in diesen Textforen und so, das ist ja sicher ein Thema, was zu Recht bemängelt wird, immer wieder diese Sprache. Also du hast gesagt, du bist jemand, der durchaus aggressiv dort agiert hat. Das kann ich mir bei dir beim schlimmsten Willen jetzt gar nicht vorstellen, ja? Weil du sozusagen konstant eigentlich die Personifizierung der Gesprächsbereitschaft bist. Weswegen das ja auch funktioniert hat beim Wikihausen-Kongress. Das hat ja nicht, ist ja nicht ausgeartet. Du hast das schon vertreten, all deine Ansichten, aber eben so angenehm, dass man sagen muss, da war immer irgendwie die Schweizer Fahne und die Verhandlungsbereitschaft stand im Vordergrund, ja? Also wieso können wir das hinkriegen, aber auf einmal, wieso bist du auf einmal bei Wikipedia non grata? Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Ja, das ist auch für mich schwer nachvollziehbar, weil ich würde natürlich schon eben sagen, das habe ich auch im Sperrprozess wiederholt gesagt, dass ich sehr wohl sehe, dass ich jetzt da nicht. Also wenn du jetzt von gewaltfreier Kommunikation ausgehen würdest, dann würdest du natürlich auf der Diskussionsseite von Wikilovs TV and Radio fragen, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind zwar alles Männer dort, aber was macht ihr hier? Findet ihr nicht auch, dass diese Fragen mit den Lizenzen, diese Frage mit dem Framing, diese Frage, so, sollten wir das nicht vor einmal diskutieren, bevor ihr da mit diesen milliardenschweren Konzernen reden geht? Und abgesehen davon arbeiten schon ganz viele öffentlich-rechtliche Mitarbeiter bei uns zertifiziert und nicht zertifiziert in der Wikipedia mit. Also man könnte ja auch mit denen einmal reden und so weiter. Also müsste man da nicht einen völlig anderen Prozess aufsetzen, um diese Frage zu klären, könnte es zu einer Zusammenarbeit, engeren Zusammenarbeit kommen zwischen öffentlich-rechtlichen und Wikipedia. Und das könnte man natürlich jetzt machen. So, ja, habe ich nicht gemacht. Ich bin reingegangen und habe gesagt, hey Leute, das ist Quatsch. Also, wir lieben TV und Radio nicht, wir kritisieren sie. Und wo sind eure Dokumentationen? Wo habt ihr das ganze Zeugs? Und später habe ich dann natürlich selber angefangen zu graben und zu machen. Ich habe dann Dokumentation gefunden von der Wikicon in Leipzig 2017, wo Professor Dr. Leonard Dobusch sein Programm vom ZDF-Fernsehrat gebracht hat und so weiter. Das wird bis heute nicht dokumentiert auf dieser Projektseite. Es ist immer so ein Gemauschel von unten durch und man hat immer den Eindruck, es laufe ein anderes Programm. Und das ist so entgegen den Prinzipien von Wikipedia, wo wir das überhaupt nicht mögen. Also,
ich habe auf meiner aktuellen User-Page habe ich vom Benutzer Sänger den Hinweis zu sagen, wie kommst du dazu, mich auf E-Mail anzufragen, einen Podcast mit mir zu machen? Das mag ich nicht. Wir machen keine Hinterzimmer-Zeug. Das ist genau meine Haltung. Mhm. Wir machen keine Hinterzimmer-Sachen. Wir sind vorne durch und sagen, okay, mit den Öffentlich-Rechtlichen, das wäre eigentlich interessant. Da gibt es auch immer wieder tolle Bilder oder Sachen. Oh, das wäre doch interessant. Könnten wir das eigentlich reinnehmen? Mhm. Was müsste da... Das könnte man alles diskutieren, sie machen es nicht. Und das ist das, was dieses ungute Gefühl zurücklässt. So. Es ist ja auch eine Abkehr oder ein Verstoß, oder ich weiß nicht, inwieweit das als Regel kodifiziert ist, von dieser Grundidee eines kollaborativen Projektes. Also wenn du jetzt sprichst von einem gemeinsamen Text, dann funktioniert so ein Prinzip einer offenen Zusammenarbeit nur, wenn das Grundprinzip auch Offenheit ist, so ähnlich wie Wissenschaft funktioniert. Ja, also das heißt, jeder, der kenntnisreich ist, kann teilnehmen. Und ist das nicht auch, wenn ich jetzt aus meiner Richtung argumentiere, ist das nicht ein Indiz dafür, dass Wikipedia in der Front nach außen etwas anderes ist als in den Zimmern, die dahinter sind? Es gibt Hinterzimmer. Es gibt die Frontdarstellung von einem großen, kollaborativen, internationalen, freien Projekt. Und dahinter wird aber machtmäßig schon gemauschelt. Ja? Also das würde ich dann als Diagnose bringen. Okay, was ich einfach dann vermisse, wenn ihr so argumentiert, dass, was, ich meine, es ist jetzt bald 20 Jahre her und ich habe noch nie einen Artikel auf tote Bäume gepresst gesehen, der zum Beispiel die Versionsgeschichte von Wikipedia erklärt hätte. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, das muss man vielleicht einfach sagen, das ist für dich ein zentrales Argument, dass die Versionsgeschichte bedeutet, nichts ist verloren. Der Prozess ist sichtbar für jeden, der ihn sich angucken will. Ja, zentrales. Also, es gibt da natürlich schon Momente, oder? Es gibt auch strafrechtliche Sachen, es gibt Dinge, die gelöscht werden müssen. Das heißt aber innerhalb der Wikipedia ja eigentlich nur, es ist besonders gut versteckt oder und so weiter. Ne? Mhm. Aber es ist da. Also ganz grundsätzlich, die Vorderseite ist einfach ein aktueller Status dieses Eintrages auf Wikipedia. Aber vor 10 Sekunden hat es anders ausgesehen und 10 Sekunden später kann es möglicherweise anders ausgesehen. Und dieser Prozess... Sehr wertvoll. Ich will einfach mal reingehen, um das vielleicht zu verdeutlichen. Also für mich als Journalisten würde das bedeuten, wir haben eine Redaktionskonferenz, meinetwegen zu der Doku von mir im ZDF. Und diese Redaktionskonferenz ist mitveröffentlicht auf der ZDF-Webseite zu der Doku. Das heißt, der Prozess, der zu diesem Endergebnis geführt hat, ist einsehbar. Ja. Das wäre... aus meiner Sicht ein Riesenfortschritt. Also das wäre auch für andere Sachen wäre das. Also das ist ja sozusagen, das ist genau eine Form von Sichtbarkeit, von Transparenz, ist so ein neudeutsches Wort, ja. Aber das nachvollziehbar ist, es gibt keine Verstecke, es gibt keine und genau das wird jetzt ausgehebelt mit solchen Formen. Und sag mal, wusstest du das? Ich bin ja fast hinten übergefallen, weil ich das nicht wusste. Selbst bei der Konferenz, wo ich anwesend war zum Medienstaatsvertrag, wusste keiner der Leute, dass das mit Wikipedia in Israel zum Beispiel schon so durchgeführt wird. Wusstest du das? Ja. Nein, ich wusste es nicht. Ich habe es dann also von dir gehört, dann im Video 32 bei euch. Ich habe einen palästinensischen Freund gefragt, ob er für mich da mal rumgehen kann und ob er was findet. Also ich habe bis jetzt einfach noch nichts gesehen. Okay, dann müssen wir das vielleicht nochmal die Helen Buniski zum Beleg, dass das auch wirklich sozusagen hart belegt werden kann, dass das so ist. Aber mir war eben, sie kannte das ja und sie hatte auch gesagt, es gab in Wikipedia eben eine Diskussion darüber, auch in der englischen Wikipedia, dass das so nicht so ganz die super gute Geschichte ist, wenn man einen Konflikt wie Israel-Palästina hat und hat die israelischen Fernsehberichte dazu, Gaza-Fernsehen wird ja bombardiert, ja.
Und das könnte man auch vergleichen, wenn ich Nordirland habe und ich habe sozusagen die Berichterstattung von der IRA dazu, wäre einem sehr schnell einsichtig, dass das so nicht geht. Oder wenn wir den 11. September haben, dass nur Berichterstattung aus Afghanistan von dementsprechenden Jahr möglich wäre, würde auch nicht funktionieren. Das ist einem klar. Das ist selbsterklärend eigentlich. Man spricht dann ja auch, das ist ja gerade eine Anforderung an Journalismus, dass er sich darüber erhebt dann irgendwie oder das wenigstens klar macht. Aber haben wir denn, ich meine, wir müssten ja eigentlich dazu kommen, dass wir diese ganzen Sachen, eigentlich müsste das, was das Gespräch, was wir jetzt führen, das heißt, was soll Wikipedia eigentlich sein? Was war geplant? Was hat sich bewährt? Und in welche Richtung entwickelt sich das? Und das müsste doch eine Diskussion sein, die auf diesen Wiki-Konferenzen eigentlich geführt wird. Wo wollen wir hin? Was müssen wir stärken? Was ist schwach gewesen, was stärker sein sollte? Was hat sich verstärkt und sollte es gar nicht sein? Also diese Diskussion ist ja eigentlich jedes Jahr inkrementell müsste man sozusagen Soll-Ist-Abgleich machen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, natürlich. Ja, aber das läuft natürlich auch. Also wir haben jetzt gerade den dritten Strategieprozess gehabt auf Wikimedia, also das ist auf Weltebene. Und das heißt 2030.wikimedia.org. Mhm. Und da gibt es zwei Ziele, die auf Global Level wiederholt und bestärkt wurden. Die heißen im Englischen Knowledge as a Service und Knowledge Equity. Und Knowledge as a Service würde ich ganz klassisch zusammenfassen als Wissen ist Macht. Und wenn Wissen Macht ist, dann ist es einfach wichtig, dass wir eine sehr, sehr gute Infrastruktur haben, die dieses Wissen zugänglich macht. Wir müssen, wenn Wissen Macht ist, muss Wissen demokratisiert werden. Muss ganz entscheidender Faktor, genau. Es darf, und das ist gar nichts Neues, das ist eigentlich eine Wiederholung von Zielen, von 200-jährigen Zielen. Also, und Wissen ist Macht von Bacon ist ja noch viel älter. Also, genau. Also da würde ich einfach sagen, Wikimedia Foundation, also die Trägerorganisation von diesen vielen kollaborativen Schreibprozessen, hat das im ersten Ziel einfach noch einmal festgehalten. Information ist wichtig. Also und dort kommen wir ja dann mit, die Daten müssen bei uns frei sein, die Informationen müssen uns bei uns frei sein. Das Wissen muss bei uns frei sein. Frei, zugänglich, frei, dass ich Access habe dazu, frei, dass ich mich eingeben kann, frei, dass ich es nutzen kann, frei, frei, frei. So, es ist so eine, in der Schweiz würden wir von einer Allmende reden, dass wir sagen, es muss sehr eine Wissensallmende sein. Und Wikimedia Foundation hat das Ziel als Nummer eins noch einmal bestärkt und gesagt, das wollen wir. Und der zweite Punkt heißt auch sehr schön, auch ein bisschen Neuenglisch, glaube ich, Knowledge Equity. Mhm. Und dort wird einfach noch einmal gesagt, wir werden alles niederreißen und bekämpfen, was Leute und abhält davon, dass sie ihr Wissen bei uns einpflegen können. Mhm. Also wir sprechen von Inklusion, von Diversität, von so. Also das ist, also wenn du diese Metareflexion willst, dann würde ich sagen, ja. Der wurde übrigens von Berlin aus moderiert, dieser dritte Prozess. Der wird gemacht. Ich hätte einfach gesagt, Wikimedia Deutschland selber steht einfach im krassen Widerspruch zu diesen Global Goals, die wir formulieren. Mhm. Ich würde jetzt sagen, weißt du, wenn ich wüsste, Stefan Seidel ist der König, kannst du ja nicht sein, aber der sozusagen Gebietsjenige, der das organisiert. Ich hätte großes Zutrauen, dass dieser Prozess so ablaufen soll, weil ich sehe, dass du in der Wolle gefärbt so denkst, ja. Also bei dir kommen alle Ideen, die kommen, sind Ideen aus dieser, die gespeist sind aus dieser Grundhaltung. Aber jetzt muss ich dich fragen, siehst du nicht, dass ihr so eine Art Deep State habt, der ganz andere Ideen hat, ja, der dich dann in dem Moment, wo du auch nur bereit bist, darüber zu reden und sozusagen jetzt Wikipedia zu verteidigen gegenüber mir, wirst du geblockt. Ja? Also das heißt, du hast ein Problem auf einmal. Das muss dir doch auffallen. Ja, aber ich würde sagen, ja, aber ich habe ja auch Fehler gemacht. Also es ist ja nicht so, also das ist ja jetzt nicht nur vom Himmel gefallen und ich bin der, so, gell, also
So, okay. Es sind ja am Ende immer Einzelmenschen und Einzeldinger und keine Ahnung was. D'accord. Ich sage aber, ich glaube, da sind wir uns einig und ich glaube, das beschreiben auch viele so, die bei Wikipedia auch in Teilbereichen mitarbeiten, die nicht so common sind oder so geläufig sind, dass es Stress gibt, dass die Stimmung nicht sehr gut ist, dass die erste Reaktion zuerst mal ist, abzuwatschen, wegzumachen, so. Hat aber auch damit zu tun, und das würde ich jetzt eben Öffentlich-Rechtliche auch in die Pflicht nehmen, hat eben auch damit zu tun, dass 20 Jahre lang Wikipedia nicht erklärt worden ist. Mhm. Und dass ein Riesenstress entstanden ist, dass immer weniger mitgearbeitet haben, währenddem Google immer besser indexiert hat. Also die Bedeutung von Wikipedia immer wichtiger geworden ist, aber immer weniger mitgemacht haben. Und die wenigen, die mitgemacht haben, hatten immer mehr eigentlich ganz unangenehme Arbeit zu tun. Sie müssen, es gibt jeden Tag dumme Einträge, absichtliche Falscheinträge und so. Und dass dann die Stimmung bei denen, die fleißig da mitarbeiten, nicht sehr toll, die das immer noch bis auf den heutigen Tag alles freiwillig und ohne Entgelt machen und ohne Wertschätzung und ohne nichts, dass die aggressiv wirken auf Typen wie ich, die dann ja, so, ich hatte ja verschiedene Titel, die ich dann bekommen habe, ja, halt schön geistig noch ein bisschen drüber philosophieren und die Schweizer Demokratie erklären und agree to disagree und so, dass man das dann irgendwie, dass es auf den Keks geht. Mhm. Also ich finde, da habe ich schon auch, ich kann es verstehen. Okay. Was ich nicht verstehen kann, ist natürlich schon, dass von der Spitze, von also ich meine, ich war eingeladen mit einem Workshop, schon als geblockter User war ich eingeladen in an der Wikicon in Wuppertal mit einem Workshop. Ja. Ich hatte meinen Wikidienstag stand, also ich war vor Ort präsent und Wikimedia Deutschland hatte meinen ganzen Aufenthalt bezahlt. Also es ist nicht so, dass ich vollständig draußen bin. Mhm. Was ich aber vorwerfe, ist natürlich schon, dass dann von diesen Spitzen und in einer Meritokratie, in einer solchen Leistungsgesellschaft, wie sie sich im Moment so gebaren, dass dann von oben nicht andere Signale kommen und sagen, okay, er mag ein Arschloch sein, okay, er mag es nicht anständig sagen, okay, so und so. Aber sie haben ja, also Wikimedia Schweiz ist mit mir, hat das ganze Projekt Wikidienstag voll mit auf, ist in jedem Moment über jeden einzelnen Schritt, inklusive der Wahl der Logos und alle, voll informiert und also intensiv mit dabei, dass dann nicht mehr Signale kommen können, zu sagen, okay, jetzt mal cool, jetzt müssen wir noch einmal schauen, hat er Argumente, müssen wir darauf eingehen, können wir ihm da etwas sagen oder nicht und so weiter. Also das würde ich jetzt als Vorwurf schon auch stehen lassen. Ich sehe nur, Leute wie du haben Probleme, Leute wie Felix oder Karl V. haben keine. Das ist für mich auch eine Aussage. Aber um jetzt mal das Meckern zu beenden, wenn wir jetzt positiv zum Schluss vom Interview positiv in die Zukunft, was könnte man, wie könnte das aussehen? Wie wäre dann, also sozusagen, wäre es gut, es gäbe eine Konferenz, also entweder, wenn die das so hinkriegen, wie du es jetzt beschrieben hast, ist das ja sehr ehrenwert, dass sie dich immer noch eingeladen haben mit deinem Wikidienstag, ja. Wenn es nicht einfach nur übersehen war, dass du es bist, ja. Also das wäre ja ein Hoffnungszeichen. Aber wie würden wir es denn hinkriegen? Ich meine, ich sehe das ja von meiner Seite aus. Die schreiben immer Wikipedia-Gegner. Das stimmt nicht. Ich bin kein Gegner von Wikipedia. Ich bin kein Gegner dieser, zum Beispiel, was du jetzt beschrieben hast, die gemeinschaftliche Bearbeitung des Textes. Ich bin definitiv kein Gegner von einer Demokratisierung von Wissen. Also definitiv ist genau die Richtung, die ich vertrete. Und das ist sozusagen, also dann müsste man ja eigentlich, wenn die Leute vernünftig wären, müssten sie sagen, ja eigentlich könnte man die als Kritiker bezeichnen und vielleicht können sie ja nach diesem Lehrsatz, mir fällt der amerikanische Philosoph jetzt gerade nicht ein, der gesagt hat, wenn jemand was sagt, sollte man immer mal hinhören, weil es könnte sein, dass im größten Unfug doch noch ein relevanter Gedanke ist, den es sich lohnt aufzunehmen. Auch so ein, eigentlich wie du beschrieben hast, there are no toxic users, das ist eine andere Ausdrucksform von demselben Gedanken. Ja.
Hört euch das an, ja. Ertragt es, weil das Ertragen bessere Effekte hat als das Wegsperren für alle, ja. Das ist auch klüger, davon abgesehen. Also das heißt, eigentlich müssten wir ja sagen, als Aufruf, mit einem Aufruf enden, lasst uns doch eine Konferenz machen und das Sache öffentlich besprechen, mit Argumentation, wenn wir sagen, das sind die Probleme, also mit mir meine ich jetzt Markus Fiedler und ich, wir haben auch noch unterschiedliche Schwerpunkte bei den Sachen, wie wir arbeiten, wir haben zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten auch zu Sachen, also ein Beispiel ist ja Klimawandel, wo es jetzt sehr eindeutig ist, dass wir vollkommen auseinander liegen, wir können auch trotzdem zusammenarbeiten, das geht, auch das ist zu zeigen, ja, also grundsätzlich ist aber Markus auch jemand, der in diese Richtung auf jeden Fall denkt, das heißt Demokratisierung von, wie können wir so eine Konferenz, kann man das anschieben, dass man sagt, was sind denn die Kritikpunkte und vor allen Dingen, also was unverzichtbar ist, wo ich nie dahinter weggehen würde, ist das, was du sagst, dass Prozesse transparent sein müssen. Die müssen öffentlich und die müssen kontrollierbar, die müssen protokolliert sein. Man muss sehen können, wann was passiert ist, warum es passiert ist, wer entschieden hat und eigentlich muss man mitreden können, wenn man will. Ja, also das heißt, eigentlich müssten weltweit Leute, die sagen, ich möchte bei diesem Prozess, ich finde das jetzt ganz wichtig, da möchte ich dran teilnehmen. Und schon gar nicht dürften Leute ausgeschlossen werden, weil sie, also nochmal, ja, du bist mir in gewisser Weise zu verständnisvoll, wie man mit dir umgeht, weil ich finde, dass im Verhältnis zu, was andere Leute dort machen, ich kann keine größeren Sünden erkennen, von denen ich sagen würde, also Stefan Seidel, da kann ich jetzt schon verstehen, dass sie mal gesagt haben, das geht jetzt nicht. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das kann ich nur, ich könnte verstehen, wenn du wütend bist darüber, aber das ist auch das Einzige. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie jemand wie du als sozusagen nur durch Vermutung ja Kontakt mit mir oder mit bei uns, dass du bei uns gewesen bist, zur Persona non grata werden kannst. Das sagt viel über Wikipedia aus, aber sehr wenig über dein Versagen. Ja. Naja, also ich kann den Link schon, also man findet die natürlich auch in der Versionsgeschichte der Diskussion auf dem Projekt Wikilabs TV and Radio. Und sollten wir vielleicht mal verlinken. Ja. Und im Juni 19 lief das ganze Teil, also da findet man schon auch meine Beiträge. Also, aber wie könnten wir, wie so eine Konferenz, wie kämen wir weiter um das Wikipedia, von dem wir, sage ich mal, in gewisser Weise ja beide denken, träumen, ja, oder sozusagen von dem wir sozusagen weit entfernt am Horizont unser Wunschort, ja, wie man dort weiter gemeinsam weiterhin könnte. Weil ich, wie gesagt, ich bin kein Gegner der Grundidee von Wikipedia. Es ist nicht so, dass ich sage, Wikipedia, ich möchte kein Lexikon von Fachautoren. Das ist nicht meine Kritik daran. Ja. Also erstens würde ich natürlich sagen, ich mache mir manchmal schon, aber eigentlich mache ich mich keine Sorgen um das Gesamtprojekt. Weil eben Wikimedia Foundation, also diese Ziele, die ich gesagt habe, das sind global anerkannte Ziele, die laufen auf Global Level. Und die deutschsprachige Wikipedia ist jetzt auch von Catherine Mahir, der CEO von Wikimedia Foundation, es ist einfach bekannt. Also die Probleme, die wir haben in der deutschsprachigen Wikipedia, die sind speziell. Mhm. Die sind speziell. Also mache ich mir auf Global Level keine Probleme von der Grundausrichtung her. Zweitens mache ich mir keine großen Sorgen, weil wir Wikidata haben. Bei Wikidata machen wir eine Wikipedia, die jetzt auch maschinenlesbar ist und wo auch Maschinen mitwirken können. Das ist Semantic Web, das ist ein völlig anderer Level. Und dort gilt die Regel, wenn du irgendwo in irgendeiner Wikipedia oder in einem anderen kollaborativen Schreibprojekt von unserer Foundation, welche alle über Free Data, Free Information, Free Knowledge arbeiten, wenn du irgendwo einen Eintrag findest und du kannst in Wikidata einen Beitrag dazu machen, zu diesem Eintrag dort, dann ist es relevant, eingetragen zu werden. Das ist der wichtigste Grund, das Kriterium, es eintragen zu können. Wenn du es irgendwo findest, also da kannst du in Swahili Wikipedia kannst du was finden und sagen, und ich trage es jetzt ein. Im Moment läuft Wikidata auch wieder völlig unter dem Radar, Gott sei Dank vielleicht, des professionellen Informationsjournalismus, läuft Wikidata. Und das ist viel wichtiger. Schon heute ist es so, dass wenn Siri eine
Abfrage macht, wie viele Einwohner leben in der Stadt Zürich, dann fragt sie nicht mehr Wikipedia, sondern sie fragt Wikidata ab. Mhm. Also das läuft im Moment parallel. So, also das, ich mache mir keine Sorgen wegen Wikidata. Und dann könnte man, ja, eben Relevanzkriterien haben wir jetzt nicht besprochen. Also ich sage nur, dass der Ökokosmos, oder wie sollen wir dem sagen, das Ökosystem von Wikimedia Foundation ist derart groß, dass ich mir nicht wichtiger fände ich, dass es wieder gelingt, dass wieder mitgearbeitet wird, dass auf dieser Ebene wieder Menschen da sind und sagen, okay, doch, ich trage wieder meine Sachen ein, ich lasse mich nicht rausdrängen. Also insofern finde ich den Diskurs darüber, was wollte Wikipedia sein, von Beginn weg diesen Streit. Mhm. Ich stehe auf der Seite der Inklusionisten, das ist ganz klar. Und ich glaube, Inklusionismus ist im Moment auch auf der Global-Ebene, eben jetzt mit diesen Zielen, die da vereinbart wurden, Das ist Trend. Sobald du anfängst zu sagen, diese Nase passt mir nicht, dieser Typ darf nicht, der ist schwul oder der glaubt das Falsche oder was. Sobald du irgendwie anfängst zu sagen, da ist ein Toxic User, also wenn du auf Menschen gehst und nicht mehr auf Argumente, dann ist es einfach vorbei. Mhm. Und ich glaube, dieser Megatrend, der läuft, der ist da, der funktioniert, der ist stark. Was mich natürlich nicht abhalten würde, wenn wir sagen würden, lass uns eine Konferenz. Ich bin nicht so der Face-to-Face-Typ. Ich bin wirklich der Schreiber, der Anonyme, der so. Also ich finde das. Ich finde einfach unter dem Gesichtspunkt auch der Übersichtlichkeit, dass man weiß, was sind die zentralen Themen, also dass ich aus so einer Konferenz mitnehmen kann zum Beispiel, was sind die Bereiche, auf die man aufpassen muss, wo muss man nachgucken, also dass man so eine Art Übersicht hat, also wie ein kleines Handbuch. Ich würde sagen, es könnte auch ein Thema sein, Handbuchkonferenz eben, was tut sich bei Wikipedia, um eben, damit es nicht passiert, dass hinter diesen schönen, großen Regeln, die du gerade benannt hast, so etwas passiert, dass jemand wie du dann sozusagen vor die Tür gestellt wird in der Klasse, würde man sagen. Ja? Also sozusagen falsches Verhalten, du kommst jetzt vor die Tür und der Lehrer bestimmt dann irgendwann, wann du wieder reinkommst. Das ist nicht Inklusionismus, ja, was da jetzt abläuft. Genau. Definitiv nicht. Also, darum ging es. Ich glaube, das ist ja auch eine gute Zeit. Also noch einmal, das Ding ist jetzt an 20 Jahre alt oder 19 Jahre im Februar, glaube ich. Dass da noch einmal eine Zeit kommt vom noch einmal Aufräumen. Wir haben ja diese schöne Konfliktseite, zum Beispiel wp:// Konflikt im Suchfeld eingeben. Dann hat man eine ganz schöne Liste, was zwei streiten, ja, das ist normal. Was machen wir dann? Welche Foren haben wir? Dass da noch einmal eine Stringenz. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist, dass eine Sache, die so eine Bedeutung hat wie Wikipedia, also die, wenn ich mir auch die Gelder angucke, die in Wikipedia jetzt reingehen und die ausgegeben werden, das ist sehr, sehr viel. Es ist also aus dem Bereich der Garagenband, wo die Freiheit ist, raus. Und jetzt gibt es Begehrlichkeiten. Es gibt staatliche Begehrlichkeiten, es gibt kommerzielle Begehrlichkeiten mit Sicherheit, es gibt Leute, die Karrierebegehrlichkeiten haben, es gibt geheimdienstliche Begehrlichkeiten, es gibt solche sozusagen der ganze Bereich, und das muss alles immer wieder aufgeräumt werden. So ist das in der Demokratie, es ist ein großes Kinderzimmer und abends muss man aufräumen, sonst sieht es aus wie Harry hinterher. Ja, überredet, ja. Okay, also lassen wir damit, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir einigen uns weiter darauf, dass wir uns nicht über alles einigen müssen, aber wir kommen gut miteinander aus, wir können gut reden darüber, und ich würde mich freuen, wenn deine Fraktion in Wikipedia, wenn ich höre, dass Stefan Seidel jetzt zum König von Wikipedia ernannt worden ist, hätte ich keine Angst um die Demokratie, das wäre die ironische Fortführung davon. Ja, aber das Erste, was ich machen würde, wäre, den König abzuschaffen. Wäre schön, wenn ich zum König gewählt werde, würde ich sagen, okay, meine erste Amtshandlung ist Beendigung der Monarchie. Wir machen jetzt, das Schöne ist, das hat mir der Florian Ernst Kirnemar gesagt, eine alte bayerische Weisheit, er hat ja ein anarchistisches Schloss, und hat er gesagt, was man in Bayern braucht, ist eben einen starken Anarch. Ja, genau. Da mache ich sofort mit. Okay, also Stefan, dann ja, vielen Dank. Und okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt klicken.
Ja, Dirk, das war sehr beeindruckend. Also für mich am beeindruckendsten ist, dass also Stefan Seidel halt, ja, er hat so ein Projekt, was er lieb gewonnen hat und merkt jetzt langsam, dass das Projekt sich in eine Richtung entwickelt hat, die so gar nicht dem entspricht, von dem er das dachte. Und er mag noch nicht so recht loslassen. Ne? Also an vielen Antworten meine ich das zu erkennen. Das ist also ähnlich wie bei dem Simplicius. Ne? Also der gerne in dem Projekt arbeitet, aber feststellt, dass das Projekt eigentlich in die Hose gegangen ist. Also Stefan hat ja dezidiert die Auffassung, man soll keine Personen jagen, sondern Argumente. Das ist das eine. Und seine andere Auffassung ist, there are no toxic users. Also das heißt, jeder soll mitmachen können. Das ist quasi eine anarchistische Variante. Also jeder, es gibt keinen Ausschluss. Und ich finde das alles hochsympathisch. Und ich habe es ja auch gesagt, wenn Stefan Seidel in der Wikipedia König wäre, das würde er nicht wollen. Er Ja, würde sehr schön. gerne irgendein Gremium haben, an dem dann viele Leute mitmachen. Er ist ja für dieses kollaborative Arbeiten. Aber das ist jemand, der die ganze Sache sehr ernst nimmt, der auf eine für mich sehr sympathische Weise freiheitlich gesonnen ist, von dem ich weiß, dass ich mit ihm nie die Probleme hätte, die wir mit der Wikipedia jetzt haben, weil er einfach Ja, ein aber prima Kerl ist und nicht bösartig, alles andere als bösartig. Und deswegen wird er von den Leuten, die bösartig sind, so behandelt. Ja. ja, genau. Also ist, glaube ich, auch so einer, der in sich selbst noch ruhend ist, ja, ganz anders als die anderen Wikipedianer, die ja wirklich vollkommen im roten Bereich laufen. Und du hast es auf den Punkt gebracht. Also er ist jemand, der, glaube ich, gar nicht König sein wollte. Aber Genau. das wäre eigentlich das Kriterium für mich. So jemand. Der darf in Führungspositionen, also der es eigentlich gar nicht selber will, aber der die menschlichen Qualitäten mitbringt, so etwas zu machen. Und er muss, glaube ich, gar nicht so sehr die technischen Qualitäten da irgendwie, das lernt man dabei, aber menschlich so drauf zu sein, dass man halt Leute eben nicht einfach rausschmeißt, weil man selber denkt, die gehören da nicht ins Projekt rein oder Und weil man selber jedes sich Lob von irgendwie. uns, das muss man leider sagen, ist zu seinen Ungunsten. Also wenn wir Ja. sagen, er ist ein prima Kerl, dann sagen sie, schaut doch mal, da haben doch die gesagt, er ist ein prima Kerl. Das genügt als Begründung. So, auf diesem Hundeniveau ist Wikipedia angekommen, eben auch, wie du gesagt hast, vorher mit Björn Hagemann. Also das heißt, das hatten wir ja schon mal mit Felix und Don Alfonso, dass also Ja. Privatfäden in einem angeblichen internationalen Lexikon ausgetragen werden. Also sozusagen, du hast mir früher im Sandkasten das Förmchen geklaut und jetzt bewerfe ich dich nachträglich 40 Jahre später mit Sand aus meiner Schippe. Und ich habe die Macht und du kannst dagegen nichts unternehmen. Ja, also man sieht das schon, das hat auch noch eine andere Qualität ist mit dem Björn Hagemann. Bei dem Felix war das ja so, dass du von ihm ja direkt angegangen wurdest und er war derjenige, der ein Problem mit dir hatte. Das sieht man ja und dann lässt er dann an deiner Seite in der Naja, Wikipedia er aus. benutzt Wikipedia als Pranger, ganz einfach. Also er Genau, schreibt ja, sich da auch auch, er dich schreibt dann. zusammen, was sie wollen, und dann haben sie, ansonsten haben sie noch Psiran dann unendlich ausgedehnt dafür. Also das heißt, wer sich mit uns anlegt, den machen wir fertig. Das ist der, und das nennt sich Lexikon. So, also. Ja, gut, als ob wir wissen nicht, Und ob muss Felix unbedingt mit der Kontakt ARD ist. zu ZDF Ja. zusammenarbeiten, weil das so unheimlich modern ist, wenn man Leute auf diese Weise diskreditieren kann. Super, ja, finde ich Ja. prima. Also, und dann kriegt man solche Zuschriften zur RT, ist das wirklich der Hammer, ja. Okay. Genau. Und bei Björn Hagemann ist es aber so, dass er das direkt, also das macht er über Bande. Das heißt, ich glaube, er hat ein Problem mit mir und dann muss ein gewisser Stefan Seidel darunter leiden. Und das ist. Das ist ja Mehrfachbande. Also sozusagen, er hat Ja. ein Problem mit dir. Wir beide haben zusammen mit Stefan Seidel, ich mache ein Gespräch mit Stefan Seidel. Ich kenne dich, du kennst Hagemann, also haut Hagemann auf Stefan Seidel. Ja, das ist ja unendlich fortsetzbar. Und das zeigt auch, in welcher Attitüde eben gearbeitet wird. Ich nochmal, Naja, das ist ein es ist ein frischer junger Admin, der sich vielleicht noch beweisen muss. Ne? Er ist ja auch von ganz vielen aus unserer Junta oder aus der Transatlantifa da gewählt worden, ja, von den üblichen Verdächtigen. Dann weiß man ja, warum sie ihn gewählt haben, nicht? Und die anderen haben nicht aufgepasst. Und er ist auch nur ganz knapp genommen worden nach, weiß ich, wie vielen vergeigten Admin-Kandidaturen in der Vergangenheit. Gut, Okay. damit haben wir den Cliffhanger. Das ist dann schon eine der nächsten Sendungen, vielleicht sogar die nächste, wer weiß. Und wir verabschieden uns ganz herzlich von euch, von Ihnen und wünschen noch einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Dirk, dein letztes Wort. Fröhliche Weihnachten. Nee, das ist schon vorbei. Entschuldigung. Bis doch wieder. Okay, gut. Demnächst. Die Spekulatius liegen wieder in den Regalen. Oder noch? Wir wissen es nicht. Genau. Ja, genau. Tschüss.